Willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir sind noch immer auf der Schatzinsel und jetzt geht's in die Reverse-Welt, denn wir haben in diesem Schädel da so einiges aufgeräumt und jetzt geht's halt nicht mehr weiter. Allerdings in der Reverse-Welt haben sich jetzt neue Wege geöffnet. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein, denn wir haben eine Brücke gebaut und die ist jetzt tatsächlich betretbar. Und so kommen wir hier nach oben zu diesem Eisbruder, der in der realen Welt ein Feuerbruder ist. Und jetzt kommt es gleich mal wieder zu einem Kamek-Fight gegen Knochentrocke. Die sind doch keine Gegner. Was macht der Gute denn? Er verdeckt uns die Karten, aber ich weiß noch, wo sie sind. So, zumindest so Sprünge und so Zeugs. Die müssen auch alle eingefärbt sein. Na dann los. Müssten reichen? Ich hoffe es. Aber der erste, glaube ich, ist schon down. Nummer 2 dann auch. Ja, ein Sprung scheint zu reichen. Dann ist das ja kein Problem. Gibt halt immer wieder 300 Münzen. Das ist der Vorteil. Tja, und das Problem ist, wir haben auch schon den großen Farbstern gesehen. Allerdings ist um ihn herum halt giftiger Qualm eines Vulkans. Und den müssen wir irgendwie stopfen. Und die Sniffles haben auch nur den Schatz der Insel für ihre Show verspielt. Ja, ein Riesenchaos hier. Der legendären Schatz. Ach, das ist gut gemacht. Jetzt müssen wir uns merken, wo diese Stacheln waren. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Ach shit. Also zweimal war es dann. Ach so, nee, ich flieg. Okay, ich flieg safe da unten hin. Hier war es in der Mitte. So. Ja, okay. Aha. In dieser Welt brennen die Kerzen, die halt nicht gebrannt haben. Ja, nee. Okay, das Rätsel ist dann doch ein bisschen anders. Kann ich noch ein Brett einfärben? Sehr merkwürdig, das Ganze. Da komme ich nicht rein. Und dann muss ich hier die Kerzen aus... Oh, nee. Ich muss hier die Kerzen so ausmachen. Okay, überleg. Welche war an? Die hier war an. Mache ich die mal aus? Bei den anderen weiß ich es nicht mehr. War die an? Au. War das so? Oder war die aus? Und die hier war an. Da muss ich die anmachen, die in der Reverse-Welt aus waren. Ja gut, die war an. Ich mach das mal so. Die war an. Die war definitiv aus. Die war ebenfalls aus. Das weiß ich noch. Hier war es halt sehr dunkel. Ich denke, dass die auch aus war. Und die war vielleicht noch an. Die, ich weiß nicht mehr. Ich habe nicht drauf geachtet, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Okay. Ich hätte jetzt lieber einen Speicherblock gehabt, anstelle von einer gelben Kiste. Mein Inventar ist leider voll. Ich habe doch Karten ausgegeben. Ja gut, dann Hochhammer weg. Und das tauschen wir gegen diese Dreiersprünge aus. Ich weiß nicht, gibt es heute einen Boss? Ist heute ein Koopaling dran? Ja, mal schauen. So, jetzt sind wir in der Reverse-Welt. Oh, Herzen. Mario, riech etwas Leckeres aus dieser Höhle. Okay, hier scheint schon wieder dieser Duft zu sein. Ja, ich komme ja.
Aber der Stern ist nicht in dieser Welt da. Okay, gut zu wissen. Also der ist auch in der Originalwelt. Heißt, wir müssen diesen Vulkan stopfen. Es hat höchste Priorität. Warte mal, liegt da was in den Flammen? Nö. Oh, und hier gibt es nur Kisten. Traurige Kisten. Okay. Mit gar nichts drin. Doch, nimm Fleck. Und zwei Hämmer. Schmeißen wir mal wieder Powerblöcke weg, ne? Die sind so unnötig. Also für den Boss sind sie vielleicht gut, wenn die Bosse zerknittert sind. Aber so viel halten die Bosse auch nicht aus, dass man da irgendwie sparsam mit den Powerblöcken sein muss. Schau mal. Lol. Da ist jemand, der diesen Qualm verursacht. Aber wer kann das sein? Das ist doch der legendäre Pirat, oder? Ja, hier sind noch Buhus. Geht ihr weg, meine Freunde? Na, hat sich das leckere Aroma hergeführt? Dauert nicht mehr lange. Dann ist es fertig. Mein Freund, das ist ein Grill. Also ein Dings. Soll ich ihm den Grill wegzerquetschen? Ja, komm, quetschen wir ihn aus. Weg damit. Wir müssen nämlich an den Farbstern rankommen und haben keine Zeit für Barbecue, auch wenn ich gerne dabei gewesen wäre. Grillkarte. Verleiht Nahrungsmitteln eine appetitliche braune Farbe. Ja, wirklich. Und ich muss eine Karte wegwerfen. Dann entscheide ich mich mal für... Ja, hier. So, habe ich noch so einen Tanuki-Schweif. Komm, weg damit. Kriegen wir hier momentan gar nicht. Von daher denke ich, dass wir die auch nicht brauchen. Was soll das? Quetscht einfach meinen Grill aus. Dabei war ich fast fertig. Ich werde dir jetzt als Strafe folgen. Bis ich mich Ach so. Das tut uns leid, aber wir über ein Dings wie das hier stolpern. Okay. Folgt er uns jetzt wirklich? Ja. Warte, schau nur, kann ich hier mit dem Hammer noch was machen? Nö. Und was passiert, wenn wir in einen Kampf geraten? Hilft er uns dann? Naja, gehen wir mal nach draußen. Vielleicht hat er ja sich einfach nur verirrt und will nach Hause. Hä? What the fuck? Ja, er folgt uns, dann sind wir zu zweit. Ja, dann nehmen wir ihn mal mit in die normale Welt, ne? Der Kollege. Aber das ist nicht der Seemann, der zurückgekehrt ist, oder? Ach, oder ist nur sein Schiff zurückgekehrt? Und war er wirklich der Erste, der diese Insel entdeckt hat? Ist das einfach ein Toad? Ich habe so lange keinen anderen Toad mehr gesehen. Ich hatte schon fast anfangs vergessen, wie wir aussehen. Hey du da, Toad, hast du Lust auf ein kleines Gespräch? Dank dieses Halunken kann ich dir kein leckeres Grillgut anbieten. Gelber Kopf? Gelbe Weste? Übergroßer Piratenhut? Säbel? Du bist der legendäre Kapitän. Aha. Du hast also dein Gedächtnis verloren und kannst dich nicht an nichts mehr erinnern? Richtig, ich habe keinen Schimmer, was ich hier auf dieser Insel mache. Sag mal, deine Kleidung, kann es sein, dass du mich imitierst? Wir hätten da noch den großen Farbstern zu finden. Ihr könnt also in aller Ruhe reden. Aber lasst es uns wissen, wenn ihr durch ein Gedächtnis wiederfindet.
wenn er sein Gedächtnis wiederfindet. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt zurück zur Stelle, wo wir dieses Dings gefunden haben. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Warte, kann ich... Ah, das ist so... Warum ist es weiß? Also, ich gehe mal... Ja, überall hängen so Fetzen. Also ist das jetzt kein Fleck oder wie? Du denkst, der Qualm müsste ja noch da sein, ne? Der Vulkan ist ja noch aktiv. Oder einfach nicht. Ich stehe gerade nur Bahnhof. Es ist hier ein Speicherblock. Aha, okay. Gibt es jetzt gleich den Fight? So, wir haben gespeichert. Heißt, wenn wir sterben, landen wir an der Stelle. Jetzt können wir hier rein, oder wie? Ist der Vulkan jetzt weg? Tatsächlich. Ja, geh da nicht so schnell ran. Das könnte eine Falle sein. Ja. Randy Cooper? Ja, es ist Randy, okay. Randy! Na, sieh einer an. Genau der Klempner, auf den ich gewartet habe. Du bist spät dran. Ganz schön schlechte Manieren, eine Dame so warten zu lassen. Ich habe schon überlegt, ob du überhaupt jemals hier auftauchen würdest. Und dann muss ich wohl eingenickt sein. Bowser wollte jedenfalls, dass ich mir den Farbstern hole, bevor du ihn in die unanikürten Fingern kriegst. Schminkzeug. Okay, und los geht's mit dem Kampf. Hat sie irgendwie eine Waffe? Du bist den ganzen Weg bis zur Schatzinsel gekommen. Du musst Schätze ja wirklich lieben. Da habe ich etwas für dich. Den Zauberstab, ne? Ja. Okay, gibt es einen einfachen Fight oder muss ich wirklich was machen? Weil Fotoapparat fällt mir jetzt so spontan ein, ne? Ganz klar. So, erstmal frisst der Mario einen Pilz, ganz klar. Und dann würde ich mal zur Sicherheit den ersten Powerblock verschwenden. Und dann mal schauen, wie Randy Cooper auf zwei Hammer reagiert. Musik ist geil. So, aber hat sie wirklich nichts im Trumpf? Ich weiß es nicht. Bisher hatte noch jeder was. Aber sie wird nicht zerknittert. Münzen. Geld. Oh mein Gott, Geld. Ist das gut? Schlecht? Ne, ist schlecht. Okay. Aber sie verliert Leben. Dann mal große Eisblume. Ups. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Spring mal drauf. Und friss noch einen Pilz am Ende. Boah, ich hab keine Ahnung, ne? Sie macht... Ersteindruck ist wirklich schwach. Boah, und sind die Dinger groß. Und machen auch anständig Schaden. Also bis zur Hälfte wird sie vermutlich noch nichts auspacken. Aber ich habe den Fotoapparat. Irgendwie... Oh! Okay. Was war das jetzt wieder für eine Aktion? Naja, aber Eisblume hat mich irgendwie überzeugt. Packe ich gleich nochmal eine raus. Und... Springen wir auch noch ein bisschen drauf. So. Muss ich auch ein bisschen Defensive immer dabei haben. So schnell kriegt sie uns nicht down, auch wenn wir nicht immer alles blocken können. So. Hier. Die Eisblume habe ich ja ganz gut drauf. Dann wird ihr schön kalt. Aber das ist so ein Fake. Keine Ahnung, die ist mir zu schwach. Also irgendwie unterschätze ich, glaube ich, die Koopas momentan ein bisschen.
Goldene Shy Guys. Ich sehe ihren Schatten. Oh, die machen aber anständig Schaden. Ja, Erinnerungsvoll. Oh ne, sterbe ich jetzt. Jetzt werde ich Game Over gehen, oder? Ich habe irgendwie Angst. Oder muss ich... Setze ich jetzt den Futterbrat ein oder nicht? Warte mal. Boah, das ist so verwirrend. Wo ist er? Was kann der Futterbrat denn? Ein Klassiker und Dauerbrenner der Hobbyfotografie. Damit bist du Foto zum Essen abbild. Ich bin gezwungen, ihn einzusetzen. Weil sie macht mir jetzt doch ein bisschen Angst. Und dann, keine Ahnung, springe ich nochmal mit einem großen Eisensprung auf sie drauf. Ich weiß wirklich nicht. Es könnte natürlich jetzt auch vollkommen daneben sein. Bringt es was? Ja, es wird vermutlich... Sie wird vermutlich jetzt den angreifen, oder? Ich hoffe mal, dass das so ist. Weil ihre Attacke wird dann doch sehr stark sein, oder? Also sie hat schon mit der Fotografie hier angedeutet. Ja, jetzt könnte ich wirklich... Jetzt hau ich alles rein, ne? Also große Hammer, alles, alles. Oder Eisblumen. Die waren sehr stark. Also Feuerblumen hat mir... Versuche ich mal... Dann große Hammer, komm. Hau alles rein, was wir haben. Oder Sprünge. Normale Sprünge, komm, versuch die auch mal. Und noch eine große Eisblume. Backen wäre auch geil, ne? Und als Dings. Mit Garantie. K.O. gehen. Komm, versuch's mal. Und Bams. 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 Ja, sie ist schon depressiv. Nice. Haben wir den wirklich first tried? War der so einfach? Sind wir durch? So scheint so. Also Mario wird genug Angriffe noch haben, um Wendy Cooper hier richtig zu erwürgen. Und der Fotograf beim richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Hast du das? Ne, sie lebt noch ein bisschen, ne? Ist das gut, Slash? Ja, okay. Sie hat sich wirklich geirrt und jetzt können wir ihr wirklich reinhauen. Okay, okay, dann... Großer Sprung. Habe ich einen großen Sprung? Ich habe noch keinen Treffer eingesteckt. Ich habe einen großen K.O.-Hammer. Ja, komm. Dann Hammer. Und die weiteren Blumen. Große Feuerblume war geil. Aber Eisblume... War irgendwie besser. Diese Eisblume hier. So, dann habe ich aber wirklich alles aus... Scheiße, keine Farbe mehr. Warum? Die Farbe reicht nicht aus. Naja, so viel Leben hat sie auch nicht mehr. Guck, wir versuchen es einfach mal. Komm. Vielleicht reicht der Hammer und der Hammer reicht. Wow. Lächerlicher Boss. Ja, ja, schon klar. Ich hab verloren. Ist es ja ein... Was für ein Ärger. Da kommt man den ganzen Weg zu dieser elenden Insel und verliert. Naja, gegen dich zu verlieren ist nicht so schlimm. Verrat Bowser nicht, dass ich das gesagt habe. Aber du bist ein Schnuckel. Ciao. Wow, Wendy Cooper war ja lächerlich. Oh mein Gott.
So, ja. Das war das Kapitel, also. Da ist nur ein weißer Farbfleck. Den will ich einfärben, also ich werde jetzt nicht gleich den Stern einsammeln. Die können hier noch labern, das wird vermutlich nichts Interessantes sein. Er redet von seinem dummen Grill. Ich bekomme den ja bald wieder. Aber das war dann doch ein bisschen schnell, ne, das Kapitel. Aber gut, wir waren fort gut. What the fuck? Ja. Okay. Labert nicht, ich will Pause machen. Leute, bitte. Dankeschön. Ja, wir holen uns den großen Farbstern, aber erstmal einfärben. Mal schauen, ob die 100% auch dabei sind. Umschauen. Ist das da weiß? Nee. Was ist in der Truhe? Eine Münze. Oh, eine lächerliche kleine Münze. Ja gut, dann Farbstern. Give it to me. Nice. Fehlen noch zwei, soweit ich weiß. Und wir bekommen natürlich auch wieder neue Erinnerungen vom großen Farbstern. Und damit endet ein sehr, sehr gutes Kapitel. Also bisher das Beste meiner Meinung nach. Eine wirklich schöne Geschichte. Die Reise durch die Holunder-Atoll. Oder das Holunder-Atoll. Ach so, und die Oase ist lila. Nicht blau oder wie? Das will ich jetzt sehen. Warum ist das denn lila? Weil es ein Loch ist. LOL! Das ist ein Riesenkrater. Okay. Wow. Und was ist mit dem Toad jetzt passiert? Naja, gut. Da fehlt vielleicht noch das Wasser. Was weiß ich. Kriegen wir noch irgendwie ein Dings, Gartenschlauch und so. Der große lila Farbstern ist zurück in Port Prisma. Ich bin der große lila Farbstern Mario Fabian. Ich danke euch für meine Rettung. Ich erinnere mich deutlich an den Angriff auf Port Prisma. Ja, jetzt kommt wieder der Spast, der das Ganze hier verunstaltet hat. Was hat er denn jetzt wieder gemacht? Er schickt Shy Guys nach unten, okay. Mit Strohhalmen. Und da kommen Goombas. Und saugen alles weg. Achso, das haben die anderen Farbsterne gar nicht mehr mitgekriegt. Dass alles ausgesaugt wurde. Doch. Nur erinnern sie sich nicht mehr dran. Okay. Das ist aber irgendwie... Das... Hä? Das ist so eine Erinnerung, die... vor dem stattfand, was uns der blaue Farbstern erzählt hat, ne? Okay. Also die sind nicht ganz up to date jetzt. Aber es kommt zu einem neuen Tanz. Und einem Folk-Dance. Nice. Der gefällt mir bis jetzt am besten. Kasachok. Ja, ist cool. Nice, nice. Ho, ho, ho. Gibt natürlich wieder mehr Leben. Kennt man ja. Und Mario tanzt auch mit. Nice. So, 150. In Ordnung. Also, Wendy hat jetzt nicht so geglammert, wie sie eigentlich sollte. Da war Ludwig unser absoluter Spitzenkandidat. Im nächsten Part gehen wir dann zur Oase. Und ich werde nochmal zum Leuchtturm laufen, weil da gibt es irgendwie noch Stellen, die nicht eingefärbt sind. Ich weiß nicht genau, wo das sein soll. Aber ich werde da mal schauen. Wenn ich es finde, erzähle ich euch, wo es genau war, weil ihr habt da auch irgendwie Probleme. Und dann sage ich, ciao und bis demnächst bei Paper Mario Color Splash.